Gesundheit und Ernährung gehen Hand in Hand. Und eine bewusste Ernährung kann uns dabei unterstützen, uns rundum wohlzufühlen. Besonders der Dünndarm spielt hier eine entscheidende Rolle. Ist er doch der Hauptort, an dem die Nährstoffe aus der aufgenommenen Nahrung in unseren Körper gelangen. Obwohl wir diesem wichtigen Organ oft wenig Beachtung schenken, hat die Qualität der Nahrung, die durch den Dünndarm wandert, erheblichen Einfluss auf dessen Gesundheit und Funktionsfähigkeit. Deshalb wollen wir uns heute auf eine Entdeckungsreise begeben und 7 spezielle Lebensmittel vorstellen, die gut für den Dünndarm sind. Hier sind 7 Lebensmittel, die gut für deinen Dünndarm sind. Erstens, Äpfel. Äpfel sind ein begehrtes Lebensmittel, das den Dünndarm unterstützt. Reich an Ballaststoffen, die unsere Verdauung begünstigen, halten sie den Dünndarm sauber und gesund. Darüber hinaus sind sie reich an Pektin, einer speziellen Art von Ballaststoffen, die helfen können, den Cholesterinspiegel zu senken und das Immunsystem zu stärken. Zweitens, Avocado. Avocados, reich an gesunden Fetten und Ballaststoffen, spielen eine wichtige Rolle in der Gesunderhaltung des Dünndarms. Sie fördern die Verdauung und können dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren, die zu Problemen im Dünndarm führen können. Darüber hinaus sind sie eine ausgezeichnete Quelle für Magnesium, das zur Muskelentspannung und somit zur Reduzierung von Krämpfen im Verdauungstrakt beitragen kann. Drittens, Bananen. Bananen sind ein wohlschmeckendes Lebensmittel, das dem Dünndarm zugutekommt. Sie enthalten Ballaststoffe, die eine gesunde Verdauung unterstützen, und Präbiotika, die das Wachstum von guten Bakterien im Dünndarm fördern können. Ihr hoher Kaliumgehalt kann auch dazu beitragen, das Gleichgewicht von Elektrolyten im Körper aufrechtzuerhalten, was besonders wichtig für Menschen mit Verdauungsproblemen sein kann. Viertens, Quinoa. Quinoa, ein glutenfreies Lebensmittel, das reich an Ballaststoffen und Proteinen ist, bringt eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen mit sich. Diese Bestandteile tragen zur Verdauung bei und unterstützen die Gesundheit der Darmflora. Darüber hinaus ist Quinoa eine großartige Quelle für viele Mineralien, darunter Eisen, Mangan und Magnesium, die alle wichtig für die Aufrechterhaltung der Gesundheit des Dünndarms sind. Fünftens, Brokkoli. Brokkoli ist ein weiteres nährstoffreiches Lebensmittel, das dem Dünndarm gut tut. Mit seinem hohen Gehalt an Ballaststoffen, Antioxidantien und Vitamin C bietet Brokkoli eine Reihe von gesundheitsfördernden Vorteilen. Darüber hinaus enthält er Sulforaphan, eine Verbindung, die nachweislich die Gesundheit des Verdauungssystems unterstützt und potenziell gegen Magengeschwüre und Magenkrebs schützt. Sechstens, Kürbis. Kürbis ist ein nahrhaftes Lebensmittel, das eine wohltuende Wirkung auf den Dünndarm hat. Er enthält Ballaststoffe, die die Verdauung fördern, sowie Beta-Carotin, ein Antioxidans, das die Gesundheit des Dünndarms unterstützt. Kürbis ist auch eine hervorragende Quelle für Vitamin A, das zur Unterstützung der Schleimhäute im Körper benötigt wird, einschließlich derer im Dünndarm. Siebtens, Ingwer. Ingwer ist seit langem als Unterstützung für das Verdauungssystem bekannt. Er fördert die Verdauung und besitzt entzündungshemmende Eigenschaften, die der Gesundheit des Dünndarms zugutekommen können. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass Ingwer Übelkeit und Erbrechen lindert, was ihn zu einem nützlichen Lebensmittel für Personen macht, die unter Verdauungsproblemen leiden. Heute haben wir uns auf eine spannende Entdeckungsreise begeben und 7 lebenswichtige Lebensmittel kennengelernt, die zur Gesundheit des Dünndarms beitragen. Jedes dieser Lebensmittel bietet einzigartige Vorteile und sollte Teil einer ausgewogenen Ernährung sein. Nun, da du bestens informiert bist, welche Lebensmittel den Dünndarm unterstützen, kannst du sie mit gutem Gewissen in deinen täglichen Speiseplan integrieren. Und denke immer daran, dass eine ausgewogene Ernährung der Schlüssel zu einem gesunden Körper ist. Haben wir ein Lebensmittel vergessen, das dir besonders gut tut? Dann hinterlasse uns bitte einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn du es mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Es wäre großartig, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.